Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 und dem Beagle. Nicht wundern mit keinem Bild, das ist nur kurz, weil ich Begrüßung machen muss. Durch das ganze Abgestürze des Spiels habe ich quasi zwei Parts jetzt. Der Finalpart ist so lang, dass ich ihn allein stehend lassen kann. Heißt, ich werde jetzt auch nicht lange reden oder sonst was machen. Habt viel Spaß beim Finale, wo mal nichts abgestürzt ist. Yay! Ich versuche es nochmal. Er hat mich schon wieder bei dem Endkampf rausgeschmissen bei dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt mein letzter Versuch für heute. Ansonsten muss ich es wann anders machen. Und erstmal gucken, dass ich die ganzen Fetzen zusammengeschnitten bekomme, weil ich keine Ahnung habe, warum es nur Bioshock 2 ist, das mir permanent abstürzt für jeden Scheiß. Und dieser Kampf wird sowas von wild einfach nur. Das ist Die dir lächerlich. herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Schnauze. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Da kommen sie, Vater. Ja, halt ja, sie ja. in Schach, bis ich das Ich Wasser war zum so froh Verdampfen und bringe. dankbar. Ja, komm mir nicht zu nah, ja, mir liegt klar. Wo denn? Leute, ich hab überhaupt keine Geduld mehr. Ich hab keine Geduld mehr, Muße mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ich will dieses Spiel einfach nur noch weghaben. Ich will es nur noch weghaben. Gleich verdampft es. Ja, halt die Schnauze, Lena. Ich kann's nicht mehr hören. Geh doch an den scheiß Zirkus, verdammt! Ja, besser als nichts. Es verdampft! Jetzt kann ich dir im Kampf ja, helfen, Vater! Ich weiß. Benutz das Plasmid! Ich muss so schnell hinter mir sein. Ah, Mann! Ey, guckt euch das doch einfach mal an, das ist so lächerlich! Aber genug für Heilung. Okay, das reicht mir. Ey, wie lange denn noch? Reicht es nicht langsam? Ah, komm, das ist doof. Sag mal, haben wir es immer noch nicht? Ich hab's geschafft, Vater. Das ja, Ballastwasser toll. Ist weg. Entriegle den Andockmechanismus. Wo muss ich da hin? Lass doch mal. Ich will das einfach nur noch schaffen, ohne dass es abstürzt, Leute. Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich das heißt, die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Hallo? Okay.
Jetzt habe ich's. Bitte stürz nicht ab, bitte stürz nicht ab. Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Bitte stürz nicht ab. Der einzige... Speichern. Speichern, speichern. Ganz wichtig. Wenn es mir doch wieder abstürzt, kann ich euch wenigstens irgendwie... Nee, warte mal. Nicht hier runtergehen. Ist das korrekt? Nö. Hätte ja sein können, Leute. Ne? Hätte ja sein können. Wo soll dieser Kackaufzug sein? Oh, da hinten. Na gut. Okay. Ich hab's geschafft. Die Bomben, Vater! Wir stürzen ab! Nein, ich hab's nicht geschafft. Gut. Ich habe eh nicht erwartet, dass ich das überlebe. Geträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und, wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia. Du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Sorry, wenn ihr das hören solltet. Raptures Traum ist ausgeträumt. Entkommen. Aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich. Aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater. Und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Der Leuchtturm. So weit da hinten. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. In meiner Geschichte ist das Spiel jetzt endgültig für mich Geschichte. Oh, Ladies and Gentlemen, das war Bioshock 2.
Das Ende war jetzt eine Tortur für mich, wegen den Abstürzen, die keinerlei Sinn ergeben haben. Wie gesagt, kein anderes Spiel stürzt bei mir ab. Es war eine Farce. Es war wirklich eine Farce zwischendurch. Ich bin jetzt so froh. Ich muss jetzt erstmal alle... Die letzten drei Folgen haben darin bestanden, dass ich immer irgendwo was cutten musste oder was abgestürzt ist oder. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Zockerpause machen für heute. Ich bin durch. Ich will heute nicht ein bisschen mehr sehen. Wir haben jetzt 2:30. Ich habe von 9 an versucht, es durchzuwuppen. Muss jetzt gucken, wie ich das alles zusammenschnibbel. Übrigens hat er mich... Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt hatte, als ich neu gestartet habe, weil, mir das halt zweimal abgestürzt ist im Finale dann nochmal. Beim ersten Mal noch vor die Little Sisters zurückgesetzt. Das heißt, das musste ich auch alles komplett nochmal machen. Die zu befreien aus ihrem was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was da... Wie gesagt, ich habe es damals ja auch gespielt auf einem völlig anderen Laptop und habe da auch die Schwierigkeiten gehabt, sogar an einer Stelle, dass ich es gar nicht mehr weiterspielen konnte. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Und mir ist es jetzt auch egal, weil es ist für mich jetzt beendet. Die Story ist cool, nicht so cool wie in Teil 1, ohne Frage. Sie hat aber das mit den Little Sistern nochmal vertieft, was wichtig für Teil 3 wird. Zumindest für die DLCs dann am Ende. Allgemein hat es gezeigt, was passiert, wenn unglaublich kranke Seelen ein Rapture haben könnten. Erkennst du das? Okay. Generell immer noch geile Atmosphäre. Ich fand diesen Teil aber aus irgendwelchen Gründen super anstrengend zu spielen. Nicht nur wegen den Abstürzen, auch generell ist es super anstrengend. Jetzt zum Schluss habe ich wirklich nur noch gedacht, ich möchte es nur noch hinter mich bringen. Und das habe ich beim ersten Teil gar nicht gehabt. Überhaupt nicht. Werde ich beim dritten Teil vermutlich auch nicht haben. Keine Ahnung, was da balancemäßig schiefgegangen ist. Es hat sich auch nicht so smooth gespielt wie Teil 1. Ich weiß nicht, ob es da nicht, dass sie was Neues einbauen wollten, dass man Big Daddy gespielt hat, aber bei Teil 1 hat man dann auch Big Daddy gespielt. Das war kein Thema. Aber was soll's. Wie gesagt, für mich, trotz allem, auch mit den Schwierigkeiten, den technischen, jetzt ganz zum Schluss, die ja massiv waren, die für mich gerade auch ein riesiger Kritikpunkt einfach sind, weil ich einfach nicht weiß, woran es liegt. Wenn ihr mir das sagt, ist es eh schon zu spät. Ich werde es auf PC nicht mehr spielen. Definitiv nicht. Allein schon, wenn man einmal nur vergisst zu speichern, ist ja schon der Untergang bei dem Spiel. Ich bedanke mich für jeden, der jetzt dabei war. Und wie gesagt, es tut mir auch sehr leid, dass das jetzt so ein Schnipselchaos ist irgendwo. Ich kann nichts dafür. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich hätte es euch gerne am Stück präsentiert. Das Spiel hat eine eigene Entscheidung getroffen. Ich lasse den Abspann jetzt laufen. Wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Es geht danach direkt mit Bioshock 3 weiter. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein heftiges Stück Schokotorte rein. Mein Blutzucker braucht das gerade. Und ja, ich blende mich jetzt aus. Sorry, ich komme gerade nicht in OBS rein, ohne das Spiel zu unterbrechen, und das tue ich euch nicht an. Wenn ihr jetzt also was hört im Hintergrund, tut's mir leid. Mein Mikrofon ist aber heute auch erstaunlich empfindlich. Das ist nicht immer so empfindlich. Ich hoffe, dass der Abspann nicht zu lang ist, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe es wirklich sehr. Aber wir sind schon beim Special Thanks, also alles gut. Wie fandet ihr eigentlich das Ende? Auch wenn ich jetzt schon offiziell beendet habe, aber trotzdem, wie fandet ihr das Ende? Ich fand es in Ordnung. Die böse Variante wäre gewesen, dass sie irgendwie das Ende der Welt haben möchte. Mit dem Tod aller Little Sister.
Das mittlere Ende wäre, glaube ich, gewesen, da hätte ich mich, glaube ich, entscheiden können, ob ich leben oder sterben möchte. Das gute Ende sieht aber einfach voraus, dass Delta nicht überleben soll. Weil er halt, naja. Thanks to Lamb Family and my fiancé Connie for their support and understanding over the years. Ob süß. Das war aber, also das mit Sinclair, ich habe nicht mehr im Kopf gehabt, dass es gar nicht seine Verschulden ist, dass er gegen mich war. Der war bis zum Schluss wirklich auf meiner Seite. Ist lieber gestorben. 53.000 Zombies wurden gekillt während des Machen dieses Spiels. Auch nicht schlecht. Armer Sinclair. Aber daran sieht man, wie kaputt Lamp gewesen ist. Dass sie Lamp am Leben gelassen hat, also sie hätte sie sterben lassen im bösen Ende. Da wäre die voll ersoffen. Kann man sich jetzt drüber streiten. Und jetzt warte ich nur noch auf den Abspann. Bitte abspannen. Der Abspann ist länger, als ich erwartet habe. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich ihn cutte. Ich muss ihn nicht cutten, Geil.